Moin moin Freunde und willkommen bei einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, haben wir gerade 111 Wonne am Start und die möchte ich erstmal sinnvoll investieren in Seatruhen, denn die werden halt safe auch auf Tiger steigen. Ich sehe gerade, hier sind ganz viele für 2 Wonne 20 auf dem Markt. Wir werden uns auf jeden Fall einige gönnen und die für 3 Wonne am Ende reinstellen. Es gibt derzeit zwar noch sehr, sehr viele, aber das wird am Ende kein Problem sein, weil die werden halt, wie gesagt, irgendwann vom Preis wieder steigen und ich denke mal, ich werde dann bis 2,2 Wonne, ein paar Seatruhen einkaufen. Ich gucke gerade, ob es hier noch ein paar größere Stacks-Anzahlen gibt, aber scheint nicht so. Deswegen werden wir dann gleich einfach ein paar 10er-Pakete für 22 Wonne kaufen. Oder kaufe ich lieber die einzelnen raus, um das Ganze vorne ein bisschen zu pushen, damit das Young aus los werde. Dann machen wir das so. Ich kaufe jetzt erstmal ein paar ein und dann mal gucken, wie viele Seatruhen es gleich werden. So, ich habe Seatruhen jetzt eingekauft. Insgesamt wurden es jetzt 48 Truhen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Hier sind 25, 35, 37, 39, 41, ja, 48 Stück. Insgesamt das Maximum, was ich gezahlt habe, waren 2,25 Wonne. Ich verkaufe die jetzt alle weiter für 3 Wonne pro. Und ja, 48 mal 3, das sind 120, das sind 144 Wonne. Somit haben wir mal geschmeidige 40 Wonne Profit gemacht, wenn die weggehen sollten. Meine Feuerschirme müssen ja noch gehabt werden, die sind ja nur plus 6 und 6.7. müssen hier ebenfalls noch gedreht werden. Leckere Teile mit 1,5 TP, 10 Crit, 15 Pfeil. Auf jeden Fall müssen die Teile jetzt erstmal auf plus 7. Mal gucken, ob das klappt. Und es klappt sogar tatsächlich. Das ist natürlich sehr nice. Jetzt holen wir uns nochmal ganz fix nach Hart und dann hauen wir einfach eine Schriftrolle des Drachens nochmal da drauf, in der Hoffnung, dass das dann klappt. Das wäre natürlich mega nice hier. 3,5 Kaka nach Hart. Ich kaufe jetzt schon mal lieber zu viel Mithril, weil aus dem Grund, ich brauche danach eh wieder 4 Stück und ja, mal gucken, ob das Ding jetzt auf plus 8 geht und es schlägt leider fehl, das war zu erwarten. Wieder auf plus 7, Fragezeichen. Tatsächlich, eieiei, das Ding hat Bock hochzugehen, würde ich sagen. Und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal, kaufen nochmal ein Achat und jetzt geht bitte auf plus 8 Feuerschuhe, das wäre richtig nice und es schlägt wieder fehl. Ich spare mal demnächst wieder ein paar Schmiedehandbücher zusammen und dann machen wir mal ein bisschen mehr Up-Action hier mit den Feuerschuhen. Die müssen nämlich definitiv hoch. Der Azura hat es im Übrigen bis Level 107 jetzt geschafft. Ärgerlich, die Kossis sind leider Gottes abgelaufen und das Ganze hat nicht mehr ausgereicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Um ehrlich zu sein, habe ich den auch etwas, ja, hängen lassen, muss ich sagen. Ich hatte den derzeit nicht laufen, weil immer dieses ganze Hin- und Herloggen ging mir ein bisschen auf die Nerven. Aber gut, da muss ich den demnächst nochmal 3 Level hinstellen. Bisschen ärgerlich, aber sei es drum, wenn ich wieder Kostüme habe. Und ja, gut, jetzt ist er auf jeden Fall 107. Was ich auf jeden Fall jetzt machen möchte, bevor ich den Sura jetzt wieder hinstelle, ist den Sura P-Skills verpassen. Verzauberte Klinge ist ja mittlerweile schon P. Ich muss aber jetzt auf jeden Fall noch ein paar Exos beschaffen. Und dann werden wir die Skills hier auch noch kurz auf P ziehen. Im Übrigen kann ich bald wieder Metins-Action hier machen, wenn mal wieder ein ordentliches Event ist. Ich denke mal, ich werde das tatsächlich, wenn irgendwie Exo-Drops ist oder so, machen. Weil es wäre ganz praktisch für den Sucher, einfach bei Exos zu kriegen. Dann kann ich die hier mit aufheben und dann hier verwenden, wenn das möglich ist. Ansonsten mal gucken, vielleicht auch Konzis, das wäre auch eine ganz nice Sache. Und ja, was halt cool ist, mittlerweile kann man ja auch 100 auf einmal hier eintauschen. Und ja, dadurch spart man sich jetzt immens viel Zeit, wenn man sich überlegt. Bei meiner Ninja habe ich das damals 15.000 Mal gemacht gehabt. Und das war echt, das war ein Anfall pur. Und jetzt kann man die im 100er hier auf einmal umtauschen. Das ist natürlich deutlich besser. Und mal gucken, wann wir dann, ja, Metinstein wieder farmen werden, sobald halt ein gutes Drop-Event ist. Hier sind auch einige silberne Okay-Truhen auf dem Markt und ich habe mir jetzt mal so gedacht, ich werde bis 8 KK pro silberne alles aufkaufen, was so geht und ich werde sie dann für 10 KK weiterverkaufen. Also das ist dann schon wieder 20% Gewinnspanne, das nehme ich ganz gerne mit. Ebenfalls das gleiche Spiel bei den goldenen Okay, da werde ich das ebenfalls so ein bisschen machen und zwar werde ich hier bis 25 KK alles rauskaufen. Da habe ich gleich ein bisschen was vor mir, würde ich sagen und gucken, wie viel ich gleich mit 69 Wonne da rausholen werde und ebenfalls werde ich die dann im 3er-Pack und 6er-Pack für jeweils 1 und 2 Wonne verkaufen. So, ich kaufe jetzt mal eben kurz den Makler und dann rechnen wir gleich mal durch, wie viel Gewinn wir damit machen. Ich bin dann durch mit Kaufen. Insgesamt wurden es jetzt 348, wenn ich richtig gerechnet habe, silberne, okay. Wir haben hier 90, wir haben 140 goldene. Mal schauen, wie viel Wonne es dann am Ende geworden ist. Hier haben wir auf jeden Fall dann schon mal 34 Wonne. Dann haben wir hier nochmal 80 KK, die rechnen wir natürlich auch noch mit. Hier oben haben wir 20, 30, 45 Wonne an silbernen. Wir haben gerade eben 69 Wonne gehabt, 11 Wonne sind noch über, heißt 58.
50 Won haben wir circa ausgegeben. Das Ganze rechnen wir dann minus 58 und wir haben gerade satte fast 22 Won Profit gemacht. Nur an den Okay-Truhen, falls sie dann weggehen. Natürlich wird das dann erst großartig weggehen nach dem Event, weil dann steigen die Truhen ja eh. Deswegen kaufe ich dann einiges auf und das werde ich auch in Zukunft dann jetzt noch machen. Alles Won, was ich haben werde, werde ich in diese Truhen stecken. Maximal die silbernen werde ich für 8 Kaka kaufen, in die goldenen maximal für 25 Kaka. Und dann wird da schon ordentlich Won bei rumspringen für uns. Die Feuerschuhe müssen noch leiden. Wir knallen mal 5 Segnungen drauf. 20 AW ist mir natürlich deutlich zu wenig. Ich will natürlich entweder 5 Sekunden Eis oder 40 bis 50 AW haben. Zweite Segnung Schmutz. Die dritte Segnung, vierter hinzugefügter Boni. Oh, das ist Crit. Aber benötigen wir trotzdem nicht. Magische Angriffswerten. Nein, danke. Und der letzte, auch Schmutz. Heißt wohl nochmal 4, 5 Stück. So, jetzt bitte gib mir irgendwas Schönes. 3 Segnungen sind bereit, wieder draufzuziehen. 5 magische AW. Wow, einfach nur wow. Nächster Switcher, Giftwiderstand TP und der letzte, Tritt hinzugefügter Boni und Kraft der Erde. Eieiei, das wird ja nichts. Gut, die letzten 5, dann sind die DR wieder alle. Naja, ich konnte einfach nicht widerstehen, ich muss das tun. Erste Segnung, Widerschmutz. Zweite Segnung, Kraft des Eises, eine Sekunde. Ach Mann, ey, weiter geht's mit der dritten, mit vierter hinzugefügter Boni schon wieder. Die vierte gibt uns 5 Gift und die letzte Segnung, 2 Gift und 5 Giftwiderstand. Nein, das brauchen wir überhaupt nicht. Das ist natürlich ärgerlich, aber naja, vielleicht beim nächsten Mal. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Kostüm, deswegen werden wir hier die 60-Tage-Kostüm-Truhe aufmachen. 800 DR haben wir am Start. Mal gucken, wie viele wir benötigen, um hier irgendwas zu kriegen. 30 Tage Friese schon mal, das ist sehr nice. Jetzt noch bitte ein 30-Tage-Kostüm und ich bin zufrieden. Söldner-Lizenz, nein, danke. Söldner-Heilung auch bitte nicht. 100 Drachen um Eintritt können wir verkaufen. Hoher Spendenschein, rosa Drachenbohne, sieht schlecht aus, Steinhandbuch, magischer Stein, okay, cool, Buch des Anführers, Geiststeinbündel, eieieiei, rosa Drachenbohne, Söldnerheilung, Glanzfragmentkiste, Buch des Anführers, Söldnerlizenz, wo sind die Kostüme da drin, ist ja geisteskrank, komm schon, gib mir bitte ein Kostüm, ich kann noch eine Truhe kaufen und ich krieg kein Kostüm, das ist so ärgerlich. Und im Übrigen, tut mir leid, falls ihr im Hintergrund Autos hört. Ich habe das Fenster offen, es ist einfach viel zu warm bei mir. Das Zodiac-Schwert darf jetzt auch einfach mal auf plus 9 gehen, habe ich mir so gedacht. Mal gucken, ob das Ganze klappt mit dem magischen Stein, den wir gerade gekriegt haben. Und es schlägt leider Fail. War ja irgendwie zu erwarten. Und an dieser Stelle war es das dann auch wieder mit dem Video. Und falls ihr auch Bock auf den Server Tigers habt, wo es auch so gut wie gar keine Botter gibt, schreibt mir einfach gerne bei Discord, dann sende ich euch ein paar Codes zu. Ansonsten war es das dann auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und Kommi. Ansonsten haut rein, euer Simply. Ciao.